und alle da draußen. Ich stelle euch heute mal wieder ein neues Format vor und das ist heute Merchandise. Hier geht's rund um Brettspiele, bei denen es sich nicht lohnt, so genau auf den Mechanismus oder ähnliches zu achten, sondern mehr auf die Thematik. Hier wird euch wahrscheinlich viel Star Wars, Herr der Ringe, Warhammer 40k, Legend of Zelda oder ähnliches erwarten, eben Spiele, die man sich vor allem wegen der Thematik kauft. Und da fragen wir uns, lohnt sich das Ganze, wurde das Ganze gut umgesetzt und wir schauen uns hier eben alles an, was das Nerdherz begehrt. Ein Spiel aus meinem Spieleschrank, was ich mir in Merchandise vorstellen könnte, wenn es nicht schon eine Rezension dazu geben würde, wäre zum Beispiel Relic. Das ist eine Talisman-Version, nur im Warhammer 40k-Universum. Regeln ändern sich kaum. Allerdings ist es natürlich wegen der Thematik interessant, ob sich da der eingefleischte Warhammer 40k-Fan wohlfühlt oder auch nicht. Und ob man das Spiel auch als Nicht-Nerd genießen kann, soll hier auch ein Punkt sein, der beantwortet werden soll. Kurz aber knapp diese Kanalvorstellung. Ich hoffe, euch gefällt das Format und wir sehen uns dann in den verschiedenen Folgen wieder. Tschüss! Und damit herzlich willkommen hier in Hyrule. Ich will euch mal die Reise durch das mysteriöse Land in Monopoly Legend of Zelda geben.